Willkommen zurück zu SFS Tutorial und heute fliegen wir zur Venus. Dazu haben wir hier die Achievements, und zwar vier Stück insgesamt. Und zwar als allererstes eine niedrige Umlaufbahn erreichen, dann die obere Atmosphäre der Venus eintreten, eine Maximaltemperatur erreichen und auf der Oberfläche landen. Das sind die vier Achievements, die wir heute erreichen werden. Und dazu bauen wir eine Rakete. Ich werde die natürlich in die Videobeschreibung packen, denn diesmal ist es wirklich eine recht komplizierte Rakete. Wir fangen an, wie immer, Fallschirm, eine Kapsel und ein Hitzeschild, dann ein Steg, ein 10-Tonnen Treibstofftank, ein Kolibri-Triebwerk und zwei RCS-Düsen. Darunter dann noch einmal ein Separator, ein 10-Tonnen Treibstofftank, zwei nebeneinander und nochmal zwei 20-Tonnen Treibstofftanks. Dann ein Wellentriebwerk in die Mitte, zwei an die Seiten. Wir scrollen mal runter, hier die kleinen Landebeine. Dann gehen wir zur Aerodynamik, nehmen hier diesen aerodynamischen Rumpf und den Fallschirm. Die packen wir da rein. Dann gehen wir zurück zu Grundlagen. Wir nehmen hier ein Hitzeschild in die Mitte, zwei daneben. Und Separatoren drunter. Hier kommen dann 5 Tonnen Treibstofftanks hin und von oben nach unten 3 Stück von den 20 Tonnen Treibstofftanks. Dann kommt hier erstmal ein Triebwerk hin, das schalten wir an. Wir kopieren es und zwar hierhin. Wir machen damit auch noch weiter. Also wir packen hier wirklich überall Triebwerke unten hin. Genau so. Und hier rüber auch noch. Dann gehen wir zu den 6 breiten Teilen. Wir nehmen hier diesen 15 Tonnen Treibstofftank. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Da habe ich nicht nachgezählt. Wir haben 5, wir haben 6, wir haben 7. 7 sollen es sein, genau. Dann nehmen wir hier einen 10 Tonnen Treibstofftank und eine Spitze daneben. Seitliche Separatoren und dann kommen hier nochmal Booster hin. Wir packen die nicht hier hin, weil dann würde sie sich ja mit dem Rest der Rakete verbinden, sondern eins weiter nach oben. 20 Tonnen, 10 Tonnen Spitze und Separator. Genau so. Dann können wir die Verkleidung hier außen wegmachen. Und so. Damit haben wir die Rakete. Jetzt kommen die Stufen dran. Als allererstes die beiden Separatoren. Danach diese drei Separatoren und die beiden äußeren Triebwerke. Dann die seitlichen Separatoren und die drei Wellentriebwerke. Die Landebeine und die Fallschirme, also für die Landung. Dann nochmal beide Landebeine für den Start. Noch ein Separator und das Triebwerk. Hoch. Das meinte ich nicht. Neue Stufe. Und dann die beiden. Damit haben wir die Rakete. Die ist relativ kompliziert, ja. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Und damit fliegen wir jetzt zur Venus. So, die Rakete ist geladen. Ich habe auch schon den Schub erhöht. Und dann starten wir die Triebwerke. Und natürlich, ich werde das jetzt nicht nochmal erklären. Ich habe das jetzt schon tausendmal erklärt. Wir folgen einfach der Winkelanzeige um links, bis wir quasi im Weltall sind. So, jetzt haben wir hier einen Winkel von 75 Grad. Und da erreichen wir quasi mit unserer Apoapsis den Weltraum. Jetzt machen wir Folgendes. Wir transferieren den Treibstoff in die zentrale Stufe. Damit haben wir eben ein bisschen mehr Treibstoff, den wir nutzen können. So, jetzt gibt es natürlich keinen Treibstoff mehr in den Boostern. Also können wir die auch absprengen. Und wir haben gerade das All erreicht. Das heißt, wir drehen uns in diese Richtung und starten die Triebwerke erneut.
Der Treibstoff wird ganz knapp nicht reichen, um ins All zu kommen. Damit verhindern wir eben, dass wir im All Weltraumschrott hinterlassen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, damit die Welt schön ordentlich bleibt. So, wir haben keinen Treibstoff mehr. Nächste Stufe. Und hier haben wir eben nur diese beiden Leintriebwerke. Das heißt, insgesamt haben die sehr wenig Schub. Aber wir sollten es trotzdem in einen Orbit schaffen. Und das sind ja auch nur noch so 30 Meter pro Sekunde. Und da haben wir es. Genau. Wir haben eine niedrige Umlaufbahn erreicht. Die ist ganz schön. Speichern wir mal ab. So, und dann zoomen wir raus, bis wir die Venus sehen, setzen Kurs auf die Venus und beschleunigen die Zeit ein bisschen. Und ich werde das jetzt auch nicht nochmal erklären. Ich habe das ja letzte Folge schon gemacht beim Mars und eben auch davor beim Mond. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall euch das Video anschauen. Wenn ihr schon mal beim Mars-Mond wart, dann, also beim Mars oder beim Mond, dann sollte das an sich nicht allzu schwierig sein. Okay, mein Speer hat sich gerade aufgehangen. Okay, ich weiß nicht genau, warum sich mein Spiel aufgehangen hat. Jedenfalls musste ich es neu starten. Und jetzt drehe ich mich gerade. So ein bisschen. Dass wir in die richtige Richtung zeigen. So sollte ganz gut sein. Und dann beschleunigen wir wieder die Zeit, bis wir kurz davor sind. Und in dem Fall sollten wir schon noch ziemlich weit davor sein, denn wir haben hier nur die beiden einzelnen Verleihentriebwerke, die wir nutzen können. Daher brauchen wir quasi einen sehr großen Anlauf. Das sieht ganz gut aus. Und ich denke, ich mache tatsächlich einen weiteren Rundflug quasi. Also wir gehen jetzt einmal hier hin, sagen Time Warp Here, warten dann quasi eine Umrundung ab und machen das erneut. So, starten wir wieder die Triebwerke. Es kann sein, dass wir einen Mond-Flyby bekommen, also einen Vorbeiflug am Mond. Ich wäre nicht so ganz happy damit. Ich meine, das zerstört ein bisschen das Tutorial, aber ich denke mal, das wird hoffentlich kein Problem geben. Okay. Ja, ich glaube, da gibt es kein Problem. Ich verlangsame schon mal den Schub, denn wir kriegen gleich eine Venus-Begegnung. Da haben wir sie. Dann nehmen wir jetzt unsere RCS-Düsen und machen das eben so weit bis knapp 20 Kilometer. Habe ich zumindest davor gemacht. Komm schon. Okay, das ist ganz gut. Das bearbeiten wir danach nochmal. Erstmal nochmal abspeichern. Überschreiben. So, dann beschleunigen wir mal die Zeit. Wir gehen hier hin, Time Warp Here. Und da sind wir im Einflussbereich von der Venus. Ich würde sagen, ja, ich glaube, das reicht. 22 Kilometer ist eigentlich ganz gut. Wir gehen mal ein bisschen weiter. So, ich schalte jetzt RCS aus und drehe mich, denn hier zeigen wir ja quasi nach oben rechts. Das heißt, ich würde ganz gerne nach unten links zeigen. Dann können wir nämlich noch das Maximum aus unserem Treibstoff herausholen. Etwa so.
Und dann starten wir die beiden Triebwerke zum allerletzten Mal. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen nach innen drehen. Bisschen nach innen drehen. Also unsere Periapsis wieder ein bisschen verringern. Okay, das ist ganz gut. Wir schalten die Triebwerke aus und beschleunigen quasi die Zeit. CS-Düsen an für erhöhte Kontrolle. Ich sehe das Plasma, das hier so hin und her wackelt quasi. Das zeigt uns, dass wir genau in Pfeilrichtung fliegen und daher wollen wir das immer wieder sehen, dass das Plasma in der Mitte halt hin und her geht. Genau da. So, und damit verlassen wir wieder die Venus-Atmosphäre. Wir brauchen jetzt minimal Treibstoff, um quasi schon mal den Erdorbit zu erreichen. Und? Okay, ich dachte, wir hätten schon einen Venus-Orbit erreicht, aber okay. Dann machen wir das nochmal so. Immer darauf achten, die Triebwerke. Ja, da haben wir es. Niedrige Umlaufbahn um Venus abgestiegen. Wir kriegen das eben nur so, nicht anders. Wenn wir einen normalen Orbit machen würden, also von der Venus aus starten, dann kriegen wir dieses Achievement nicht. Daher ist es ganz wichtig, dass wir nicht komplett beim ersten Mal landen. Da würden wir ja, das Achievement nicht bekommen. Dann drehen wir uns wieder. Und ich mache das mal so. Ich versuche mal hier in Atlanta Planitia zu landen. Etwa so sollte es gehen. Wieder ein bisschen vorspulen. So, 93% haben wir, das ist ganz gut. Und wir werden jetzt kaum irgendwelchen Treibstoff für die Landung benötigen. Wir haben ja unsere Fallschirme und eben unsere RCS-Düsen. Und damit beginnen wir wieder den Eintritt in die Atmosphäre, den An Landeanflug quasi. So, damit sind wir sicher in der Atmosphäre der Venus. Ich versuche jetzt hier die Hitzeschilder zu entfernen. Dazu drehe ich mich eben ein bisschen komisch, so. Und dann speichern wir nochmal. Ja, ich mache mal eine neue Datei. Ich habe eben vergessen zu erwähnen, bevor ihr eintretet, auf jeden Fall nochmal einmal abspeichern. Ich habe das dann, während ich in der Atmosphäre war, gemacht. Jedenfalls, wir haben gleich die richtige Höhe erreicht, um die Fallschirme zu öffnen. Und machen wir jetzt. Nur so, das wird nicht ganz reichen, um uns genug zu verlangsamen. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch ein bisschen Treibstoff. Wir sind leider nicht in der Nähe von Atlanta Planitia gelandet, aber okay. Ja, würde ich einen zweiten Versuch machen. Dann würde ich eben ein bisschen länger warten. Hier ist die Fläche ziemlich flach tatsächlich. Ist ganz schön, ist relativ selten bei der Venus. So, dann machen wir den Schub auf 30%. Und kurz bevor wir landen, verlangsamen wir uns noch ein bisschen. Sehr schön. Wir sind gelandet. Oh, das zählt tatsächlich sogar noch. Also, ja, wir haben es geschafft. Total. Und dann speichere ich das einmal ab. Als Landung. Sehr schön, dann kann ich später noch mal Bilder machen. Und damit starten wir. Wir fahren die Landebahn ein. Schaut, macht das so, dass ihr ein bisschen nach rechts zeigt, aber hauptsächlich nach oben.
Und damit verlassen wir die Venus. Da haben wir sie. Und dann können wir in die Kartenansicht gehen. Und warten. So, da haben wir die Apoapsis außerhalb der Atmosphäre. Ich drehe mich schon mal. Bei der Venus ist halt ziemlich wichtig, einen sehr steilen Anlauf zu nehmen, also hauptsächlich nach oben zu fliegen, wegen der dichten Atmosphäre. So, wir sind außerhalb der Atmosphäre, dann starten wir die Triebwerke. Und auch wieder, wie bei den letzten Malen, es wird nicht ganz reichen für den Orbit. Aber dann nutzen wir eben die letzte Stufe. Und ja, der Rest bleibt dann auf der Venus. Ich muss ein bisschen nach links drehen, denn die Apoapsis ist weit hinter uns. So, jetzt holt sie uns aber ein. Ich drehe mal wieder ein bisschen nach rechts. So, und dann sollten wir es nicht mehr lange, müssen wir nicht mehr lange warten. Da haben wir die Umlaufbahn. Ich erhöhe die aber noch mal ein bisschen, so auf 41 Kilometer. Und dann speichern wir ab. Ja, jetzt können wir überschreiben. Erde, Kurs setzen auf. Zeit beschleunigen. Da haben wir es gleich. Noch ein bisschen. Okay, genug. Dann fokussieren wir die Venus. Gehen bis hierhin. Wir haben ja jetzt eine ziemlich leichte Rakete. Und ja, an sich genügend Schub. Da müssen wir nicht so weit weg sein wie beim Flug zur Venus. Und dann beschleunigen wir wieder. Meter pro Sekunde, 100 Meter pro Sekunde, 60, 50, 40, 30, und da haben wir die Begegnung, noch ein bisschen weiter, und jetzt wieder RCS-Düsen, und das sollte reichen. Nochmal schön abspeichern, um sicher zu gehen. Dann hier Zeit beschleunigen. Und da sind wir im Einflussbereich der Erde. Ich gehe mal noch bis hier. Danach machen wir unser allerletztes Manöver quasi. Nämlich machen wir es auf 15. Wir sind ziemlich schnell. Da kann das nicht schaden, ein bisschen tiefer in die Atmosphäre zu gehen. So, noch ein bisschen weiter. Und jetzt. Oder? Moment. Wir gehen mal noch ein Stückchen näher ran. Wir koppeln ab. Drehen uns. Genießen das Schauspiel. Ein kleines Feuerwerk. Wow. Das Feuerwerk war sehr schnell vorbei. Und jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass wir nicht verglühen. Das wäre nämlich doof. Ich glaube, wir stellen einen neuen Hitzerekord auf. Wir haben momentan 3400 Grad Celsius. Und ich glaube, davor waren wir 3423 oder so, keine Ahnung. Das war aber deutlich, schon ein bisschen höher, nicht deutlich höher,
Bisschen. So, und damit haben wir es im Grunde geschafft. Im Grunde müssen wir nur noch unseren Fallschirm öffnen. Wie immer machen wir das ein bisschen später als gewöhnlich. Diesmal ist es deutlich weniger Ruß, also ich kann eigentlich gar keinen Ruß erkennen. Im Vergleich zur Marsreise ist es erstaunlich wenig. Wir warten noch ein bisschen, da haben wir es. Und bei 500 Metern entfernen wir den Hitzeschild. Sehr schön. Und da ist die Erde. Klonk. Da ist unser Hitzeschild auf die Erde geprallt. Und jetzt landen wir 10 Meter noch. Und da sind wir. Sehr schön. Sammeln wir ein. Wir haben den Einflussbereich erreicht. Wir sind in die obere Atmosphäre. 3536 Grad Celsius haben wir überlebt. Wir haben die Atmosphäre verlassen. Wir haben eine niedrige Umlaufbahn erreicht. Ja, wir sind in die niedrige Atmosphäre der Venus. Dann haben wir einen neuen Hitzerekord quasi aufgestellt. 4246 Grad Celsius. Wir sind auf der Venus gelandet, in der Nähe von Atlanta Planitia. Wir haben die obere Atmosphäre erreicht, niedrige Umlaufbahn erreicht. Wir sind dem Einflussbereich entkommen. Und ja, wir haben fast 3500 Grad Celsius erreicht beim Erdeintritt. Das war es dann im Grunde. Ja, wir gehen zurück zum Weltraumzentrum. Und da haben wir die Venus vollständig quasi. Und als nächstes denke ich mal Merkur oder vielleicht die beiden Marsmonde. Jupiter und seine Monde werden wir erst danach machen. Also ja, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.